Man nehme ein wohlschmeckendes Drei-Gänge-Menü, würze es mit humorvollem Volkstheater. Und garniere den Abend mit Live-Musik. Mit diesem Rezept schreibt das Chemnitzer Fresstheater seit 10 Jahren Erfolgsgeschichte. Dabei hatte alles ganz einfach angefangen mit einer Theatergruppe als ABM. Leute, die normalerweise aus der Langzeitarbeitslosigkeit kamen, haben dort im Allgemeinen über ihr Leben erzählt und berichtet. Das wurde dann zu einem Stück verdichtet. Und dabei hat sich herausgestellt, dass dort eine ganze Reihe ganz stinkbegabter Leute da waren, die eigentlich auf die Bühne gehörten. Manuela Kreher ist eine von 11 Akteuren, die von Anfang an dabei sind. Mit dieser besonderen Art, Theater zu spielen, hat sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Es ist volksnah einfach. Das finde ich schön, dass die Leute, diese Privatsphäre, die wir bei uns im Raum haben, mit den Leuten auch zu agieren, ne, das ist einfach sehr nah. Man kann einfach sein, wie man ist. 7 Theaterstücke stehen auf dem Spielplan. Jedes Mal wird gefeiert. Ein Geburtstag, ein Klassentreffen oder eine Hochzeit. Und der Zuschauer ist nicht nur stiller Beobachter, er ist Teil der Festgesellschaft. Das ist total super gemacht. Also wir kommen hier immer wieder gerne her und das ist spitzenmäßig. Das Besondere ist, dass man hier viel Kultur, viel Spaß und Freude hat und dann nebenbei auch Essen trinken kann, mal den Alltag vergessen kann. 2 Jahre wollten die Künstler durchhalten, 10 sind daraus geworden. Und das ohne finanzielle Unterstützung. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, also den Leuten so viel Geld aus der Tasche zu ziehen, dass sie es noch gerne geben. Und wir damit wirklich gerade so hinkommen, dass bei uns wirklich keiner solche Armutslöhne bekommt, sondern so, dass man wirklich davon leben kann. Mehr als 170.000 Gäste haben bislang das Fresstheater besucht. Bis Anfang 2014 sind alle Vorstellungen ausverkauft. Die Feier kann also weitergehen. Auf die nächsten 10 allerseits. Hallo.